Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ich habe noch ein paar coole Sachen für euch und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und ja, das erste wäre das Operatoren überladen. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr C oder C++ mal gemacht habt. Operatoren sind plus, minus, mal, geteilt etc. etc. Und die kann man tatsächlich überschreiben, so dass sie auch Sinn machen, zum Beispiel auf einer Liste oder sowas. Und deswegen definieren wir uns jetzt hier mal eine Klasse. Intuitive Liste. Intuitive Liste. Und die erbt von der Liste. Das heißt, wir haben jetzt schon alles, was wir brauchen, um eine Liste zu haben. Also das hier ist jetzt schon eine Liste. Das ist schon alles da. Gut, und jetzt definieren wir uns hier eine Funktion sub und sehen, hier haben wir ein self und wir haben ein other. Das heißt, wir rufen das Ganze so auf a minus b. Und das hier wäre dann self und das hier wäre other. So. Und jetzt definieren wir uns erstmal eine neue Liste. New List. In die wir erstmal diese self reinpacken. Also unsere Liste packen wir da erstmal rein. Intuitive Liste aus self. So. Und wenn wir jetzt müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Wenn wir other als Liste vorliegen haben, upsala, da unten, wenn wir other als Liste vorliegen haben, dann müssen wir alle Elemente durchgehen und die aus self entfernen. Also aus der ersten Liste, aus a, müssen wir dann alle Elemente aus other entfernen. Jetzt. Und wenn wir other als einzelnes Element haben, dann müssen wir nur dieses einzelne Element entfernen. Also if is instance. Und mit is instance prüfen wir, ob other in dem Fall eine Liste ist. Ups. So, also wenn es eine Liste ist, dann gehen wir durch for jedes Element in der Liste in other. Ups. Wollen wir new list Punkt remove. Und ihr seht jetzt hier schon einen großen Vorteil von der IDE. Man braucht nicht immer irgendwie drauf sich zu verlassen, dass es die Funktion schon gibt, sondern man weiß auch, dass es die Funktion tatsächlich gibt. Und man kann relativ easy die Sachen auto-vervollständigen, ist viel schneller. Gut, und dann entfernen wir i. So. Und wenn es keine Liste ist, dann muss es logischerweise ein einzelnes Element sein. Und wenn es ein einzelnes Element ist, dann sagen wir einfach newList.remove. I. So, und das war es auch schon. Also hier entfernen wir alle Elemente in der Liste, die wir gekriegt haben zum Subtrahieren. Und hier entfernen wir nur dieses eine Element, was wir hier bekommen haben. Gut. Und jetzt müssen wir das Ganze noch zurückgeben, denn Sub definiert uns einen Rückgabewert. Und jetzt sagen wir Return New List. Okay. So. Und jetzt probieren wir das Ganze natürlich noch aus. Was passiert denn, wenn wir sagen, eine Liste von 0, eine intuitive Liste logischerweise, von 0 bis 5. Ah, Quatsch, das funktioniert ja hier so gar nicht. 0, 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich hätte jetzt auch Range benutzen können, aber das dauert länger. Gut. Wenn wir das jetzt hier so drin haben, können wir einfach sagen, okay, wir haben eine intuitive Liste. Jetzt sagen wir L minus, achso, wir sollten es vielleicht noch printen. Also print L minus und dann sagen wir 2. So, und jetzt führen wir das Ganze mal aus und kriegen einen Fehler. Weil ich mal wieder zu blöd zum Tippen war, logischerweise meine ich hiermit nicht i, was ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht habt, sondern ich meine other. Da das ja nur ein Element ist. Gut, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Und wir sehen hier, wir haben mit einem normalen Minusoperator, haben wir aus dieser Liste einfach die 2 entfernt. Wenn wir jetzt hier auch noch plus überschreiben würden, dann könnte man das auch anders machen. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt plus benutze. Nee. Also plus ist nicht definiert. Und wenn wir uns hier jetzt einfach noch unser def add überschreiben würden, dann würden wir hier vielleicht einfach die 2 ans Ende hängen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann sich hier Typen machen, die einfach viel intelligenter sind
als sie aktuell sind. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, was passiert, wenn wir was löschen, was nicht in der Liste drin ist, zum Beispiel 5. Das wird einfach. Genau. Dann kriegen wir hier nämlich noch einen Fehler und das müssen wir hier noch abfangen alles. Das heißt, wenn es nicht in der Liste ist, dann müssen wir das noch abfangen. Aber ich wollte euch im Prinzip nur zeigen, was passiert, wenn wir hier diese Operatoren überladen. Wir können jetzt hier nämlich auch tatsächlich einen ganzen Listenteil überschreiben. Und zwar 0 und 4 zum Beispiel. 4, nicht 5. Bei 5 gibt es hier einen Fehler. Wenn ich jetzt hier das hier sage, dann kommt wieder raus 1, 2 und 3. Das heißt, wir haben die 0 entfernt und die 4 entfernt, indem wir einfach eine Liste abgezogen haben. So, ja, also ich hoffe, das bringt euch was. Logischerweise ist das hier noch nicht vollständig. Da müsst ihr dann noch einiges machen, wenn ihr das tatsächlich so benutzen wollt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.